Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Partchen Heu 4. Wir sind bereits im Oktober 36 und wir werden, sobald mein Fokus abgeschlossen ist, nämlich jetzt, über genügend War Support verfügen, um schon mal die Teilmobilmachung zu verkünden, wodurch die Produktionsgeschwindigkeit unserer Zivilfabriken extrem zunimmt und wir theoretisch sogar auch relativ zeitnah auf Militärfabriken umswitchen können, wobei ich damit noch ein bisschen warten würde, aber das läuft auf jeden Fall alles ganz gut und wir können uns jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. Hier könnten wir uns nochmal Zivilfabriken und Infrastruktur holen oder wir gehen auf den weiter industriellen Bereich, um dann später auf den Bereich hier zu gehen. Also der Land gibt halt extrem viel Boni für den Landkampf als Beispiel. Wir können danach aber immer noch alles auswählen. Das ist manchmal ein bisschen irritierend. Ich würde sagen, jetzt holen wir uns erstmal noch ein bisschen Infrastruktur. Wir dürfen Krieg ich bin wieder machen. Da. Hallo Heike. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie vermisst. Eigentlich nicht, so. Aber... Herr Teike, wo ist mein Bier? Manni, das weiß ich nicht. Was für ein Bier? Der braucht Bämbel. Man reicht Pakistan hat Indien. Indien löst sich auf. Ja, Indien, das... Also Indien, also ist jetzt kein politisches Statement, aber Indien zusammenzuhalten ist absolut unmöglich. In Heu. Außer du bist ein Faschist. Außer du bist ein Faschist in Real Life. Weißt du, warum ich das nicht mache, Manu? Weil wenn die Leute das klippen wollen, um es mir später vorzuhalten, dann klippen die das so, dass sie es einfach abschneiden. So wie letztes also Mal. China ist jetzt mit Russland im Bündnis. Ja, wieso? Indien ist doch auch heutzutage eigentlich unmöglich zusammenzuhalten. Wir müssen später nach China. Das funktioniert nur durch einen autoritären Faschisten, der seine Terrorregime da auslebt. Ganz kurz, Daniel, Plan für jetzt und für immer durch Russland nach China. Das ist mein Motto. Ich war immer Politiker mit diesem Wahlspruch. Da bin ich voll dabei. Was? In der Ukraine wirst du da gewählt. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Followen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine Bock hat auf noch einen Krieg danach. Das ist derselbe. Wenn sie durch Russland durch will, dann gibt es ja keinen Krieg mehr. Genau. Wenn Russland weg ist. Also, so change my mind, aber wenn man Russland von der Landkarte tilgt, dann geht es uns allen besser. Schwierig. Das haben wir bei der Sowjetunion gedacht. Dann haben wir Russland danach gehabt. Ja, eben. Das also Problem ich mein, ist, das, was danach wieder. Also, das, was danach da dran an diesem Platz. An dem Platz kommt nichts mehr. Wir erweitern das Schwarze Meer um ein kleines bisschen. Bis zum Pazifik. Ich wollte gerade sagen, ein kleines bisschen, alles klar. Problem an der Sache, dann wird halt China die Rolle des Bösen mehr einnehmen. Ja, aber dann können wir Boote rüberschicken. Aber da ja mehr. Ja, das ist dann. Na dann. Der Ozean so viel Sevastopol. Rüberschicken, oder was? Nee. China wird zerfallen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Visualpolitik, beste Kanal auf jeden Fall. Ah, jemand hat mich vorher zu Visualpolitik was gefragt. Kann er die Frage gerne nochmal kurz wie ich das Video der russischen Armee von Visualpolitik fand. Also es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich, die Leute kritisieren immer so unsere Demokratie, so die ist zu verweichlicht und da ist alles blöd und Bürokratie und so aufgebläht und in Diktaturen funktioniert doch alles besser. Und es ist kurzfristig auch richtig. Also kurzfristig geht da mehr. Aber man sieht halt an Russland, dass diese Diktatur und diese fehlende Bürokratie vielleicht auch an mancher Stelle gar nicht so geil ist, weil das sorgt einfach nur dafür, dass dementsprechend Leute, die halt in Charge sind, die so Macht ausüben können, anstatt 100 Panzer halt 80 bestellen und das Geld für die restlichen 20 stecken sie halt in ihre Yacht. So, und das ist halt in Russland passiert. Und da sieht man halt, dass unsere Bürokratie manchmal nervig ist. Und gerade in der Bundeswehr sieht man auch, so geil ist nicht, aber wir wissen wenigstens, dass unsere Armee nichts taugt. So, die Russen dachten ja wirklich, ihre Armee wäre gut. Yay. Aber andererseits. Ist scheiße, wir wissen davon. Andererseits, das Geld, was sich da die Führer da in die Tasche stecken, stecken wir in die Bürokratie. Also. Nicht ansatzweise. Also, es sind tatsächlich unglaublich. Also, es sind ganz andere Summen, von denen wir da reden. Also, die Bürokratie in Deutschland ist aufgebläht, ist problematisch, definitiv. Aber es ist jetzt nicht so, als ob unsere Wirtschaft daran kollabiert, weil wir so viel Geld in den Staat stecken. Es ist eher so, dass die Bürokratie halt langsam ist. Und ich würde sagen, so Oligarchen sind auch nicht schneller. Die müssen sich erstmal überlegen, welche Yacht sie kaufen, bevor sie dann irgendwelche Panzergelder unterschlagen. Heiko? Ja? Ich hab grad 10 Stabilität verloren, weil ich Faschisten in meiner Regierung hab. Du bist ja schon Faschisten in deiner Regierung. Ja, weil ich ein Demokrat bin, dann habe ich sogar offene Rechte für alle. Dann kannst du nur. Auch leider wie die AfD kommen da halt leider ein paar Faschisten mit in die Regierung. Ja, jetzt war das 10 Jahre, da erledigen die sich von alleine.
Huscht, AfD in Schleswig-Holstein, huscht. Ja, ich hoffe, es funktioniert, bin ich ehrlich. Oh, Marc, Schwänzeken. Ah, lol. Okay. Nee, ich habe keinen Indien-Hass. Also tatsächlich bin ich Indien gegenüber einfach nicht ausreichend informiert, um da irgendwas zuzusagen. Ich habe Indien-Hass. Aber ich habe Indien-Hass gegen ist gerade die ausgegangen. Regierung. Weißt du, was ist ausgegangen? Meine Smartwatch ist ausgegangen. Das heißt, ich kann nicht mal kurz tracken, wenn ich mich aufrege. Das wäre mal... Oh. Das war so eine Idee, dass ich so dieses connecte und dann kann man so meinen Puls sehen im Livestream, so wenn ich mich aufregte. Also nicht immer, so das wäre mir dann ein bisschen zu kritisch, wenn jeder immer so meinen Puls sieht, da könnte man Rückschlüsse auf alles Mögliche. So am Ende erklären die mir, ich habe Krebs, weil mein Puls irgendwie 2% zu hoch war. Ah, ich würde dich die ganze Zeit provozieren. Aber wenn ich mich aufrege, weißt du, so, dass die Leute, die kommen so in meinen Channel, so du bist so jemand, so ein Spieler, du willst dich aufregen, du kommst in meinen Channel, du erzählst mir sowas und ich sag nichts und guckst im Livestream einfach nur, wie mein Puls auf 150 steigt. Dann weißt du, dass du dich entweder entschuldigst oder gehst oder du wirst gegangen. So, das löst alle Probleme meisten, für mich. Also, normalerweise sollen die Leute ja nicht in deinem Stream gucken. Ach so, stimmt. So, wenn die mit dir heu spielen. Ja, aber. Ja, also gegen dich. Aber die mich aufregen, sind auch. Ich sag mal, die mich aufregen, das korreliert sehr stark mit denen, die auch geheim den Livestream gucken, obwohl sie es nicht sollten. Ja, doch. Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich gucke, also ich habe ihn nebendran offen. Ich habe ihn aber gemutet, weil ich möchte mich einfach nicht. Möchte ich nicht doppelt hören. Ja, ich allgemein. Ich mag das nicht. Ach, hallo Tim. Ja, ich weiß nicht, absolute Mehrheit. Verpassen sie immer noch wegen einem Sitz, oder? Ich weiß nicht, wann die ausgezählt haben. Geht wahrscheinlich ein bisschen schneller bei denen. Okay, Jungs, wer macht Luftwaffe? Ich will sagen, dass wir nicht Menschen sind. Einer von uns muss Luftwaffe machen. Ich? Du? Ja, du. Ich kann nicht Luftwaffe machen. Du bist nicht bei uns im Team. Warum bist du hier drin? Nicht in unserem Bündnis. Ich habe leider keine Fighter 1 bekommen. Ja, blöd gelaufen. Das ist natürlich ärgerlich. Wer ist bei uns im Bündnis? Ich habe aber kein Aluminium, glaube ich, müsste es einkaufen. Doch, ich habe Aluminium. Ich habe ein bisschen Aluminium von uns. Na gut, passt. Wie wär's, wenn wir als erstes, also in Europa, uns mit der Schweiz anlegen, 39? Ja. Einfach nur, damit Alec ruhig ist danach. Try me, bitch, try me! Voll dabei. Okay. Perfekt. Oh, wir haben 37. Oh, lol. Ihr könnt anfangen mit Justifying. Lol. Mhm. Ja, viel zu schnell. Ja, das ist der Punkt, wenn man auf 4 spielen kann, wenn man gefühlt alle KI-Nationen deaktiviert hat. Ich bin überhaupt nicht bereit, ey. Fahrt ihr auch mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt? Alter, ich dachte mir am Anfang so, warum sollte ich nach Sylt? So, wenn ich spüren will, wie arm ich bin, dann gehe ich nach Stuttgart. muss ich nie nach Sylt. Aber so, allein nur, weil es alle machen. Aber 100% wollte ich nicht. Und ich damit irgendwelche. Und England garantiert Frankreich. Ja, perfekt, aber England und Frankreich sind halt weak as fuck, so. Ja. Ja, gut, stimmt. Dabei sind, dann läuft das ich greife jetzt Luxemburg an, danach die Niederlande, danach Frankreich. In der Reihenfolge. Ja, da hat einfach jeder auf irgendwas just gefallen. Deutschland! Westdeutschland! Welches Deutschland? Wo liegt Westdeutschland? Westdeutschland liegt so ganz okay, spezielles. Damit kann ich leben. Was garantiert Belgien noch? Die Niederlande noch nichts. Gut. Gut, meine Möglichkeiten, sich auszubreiten, sind ein bisschen begrenzt, würde ich hast sagen. Hast du eine Flotte? Hat Deutschland eine Flotte? Es kommt drauf an, was man als Flotte definiert. Okay, pass mal auf. Barcelona? Ja. Du wirst einfach nachher. Du musst einfach jetzt auf Westdeutschland, denn. Ich schick dir nachher meine neuen U-Boote runter ins Mittelmeer und dann musst du einfach auf Mallorca landen. Ja, das kann ich machen. Hast du denn ein Label von? Oh, ich kann übrigens. Ich könnte Belarus fressen. Ich habe da auch Claims drauf. Das wäre ziemlich wichtig. Ich kann mir jemanden Truppen schicken. Ich muss gucken, dass du die Transportships erforst. Ja, mach ich. Ich hatte sowieso vor, eine kleine Flotte zu bauen. Ja, sehr schön. Ja, ich habe 10 U-Boote. Mir kann keiner Flotte schicken, oder? Das Ding ist halt, Spanien ist viel zu stark für mich aktuell. Also das wird noch wirklich eine Zeit lang dauern, bis ich irgendwas machen kann. Wenn ich überhaupt. Ich werde sehr schnell sehr fett, deswegen. Ja, okay, das ist richtig. So, alle meine Nachbarn haben Justify ich gerade schon drauf. Das ist sehr gut. Ah, ja. Außer auf Westfalen. Da Justified. Hä? Ach, andersrum. Ach, westfalischen Spieler, lol. Ja, westfalischen Spieler. Ja, der Justified gerade auf Württemberg und Dänemark und England garantiert schon Württemberg. Random Name, das mit dem einen Sitz für die absolute Mehrheit ist halt in Schleswig-Holstein so eine Sache, weil die haben in Summe nicht so viel Sitze. Also ein Sitz ist tatsächlich ziemlich viel. Na, 2 Sitze aktuell, ja, okay, na, ist das wahrscheinlich Alec? Durch. Ja, es gibt Bündnisse, also die Fraktionen sind immer Bündnisse. Wäre es nicht mal smart, irgendwie sich mit deinen
Mates abzusprechen. Für was? Die sind am Arsch der Welt. Also Line holt sich gleich Albanien, der Justified da drauf. Warum hat eigentlich Line nicht mehr Balearien? Also. Balearen? Guck mal, wer das hat. Wer dafür Korsika gekriegt hat. Ah nein, ich Idiot! Oh, ihr müsst übrigens unbedingt, bevor ihr Generäle einstellt, gibt's doch dieses, jeder neue General hat so und so viel. Gibt's das noch? Nein. Ah, ne, war das woanders. Aber das war ganz cool. Ich glaube, das war wohl Road to 56. Weil wir müssen ja alle neue Generäle holen und es ist halt cool, wenn die direkt mit Level 3 oder so starten. Ja, das wäre geiler gewesen. Auch das kannst du machen. Das ist bei so. Deiner Officer Corps, diese Spirits. Ach so, ja, ja, gut. Hier, yeah, Best of the Best. Starting Level Army Leader plus 2%. Genau. Was ist das? Brauchst halt 20 Army XP für. Wo ist das? Im Vordersten. Im Vordersten. Ja. Ah ja, ich sehe es. Ja, gut, da habe ich Bolt Attack schon drin. Wenn ich schon meine drei Generäle habe. Hat jemand bei dem Wirtschaftsding schon geguckt, ob links oder rechts besser ist? Rechts. Ne. Hab ich habe rechts geguckt. Durchgemacht. Okay, ja, Daniel, so. Daniel, ich bin jetzt bei. Ich habe jetzt 41 Army XP, habe meine Division fertig und. Wo hast du die ganze Army XP? Ich habe einen Silent Warcourse. Habe ich doch vorhin gesagt. Okay. Ich habe Wirtschaft. Hol ich mir jetzt. 3 wird jetzt gebaut. Hol ich mir jetzt wirklich War Propaganda, um mir War Support zu holen? Nein. Ja, mach Rico. Ich. Ja. Was macht man nicht? Ja, War Economy wäre, glaube ich, schon wichtig, weil ich habe. Das Gefühl, alle anderen haben das auch schon drin. Nee, ich noch nicht. Nein. Okay, perfekt. Ich bin noch bei Early Mob. Also wir sind die Demokratie und wir schützen andere Länder. Und ich marschiere nicht in Belarus ein, sondern ich befreie die Bevölkerung dort von ihrer... Ich entnazifiziere diesen kommunistischen Staat. Weil wenn ich eine Sache letzte Woche gelernt habe, dann, dass wenn man nur lang genug redet, man jeden als Nazi bezeichnet bekommt. Du meinst, so wie Putin jetzt Schweden als Nazi-Nation darstellt, also als Nation. Und alle. Also Juden prinzipiell erstmal sind vorneweg alles Nazis aus Prinzip. Also das haben wir ja gelernt. Ich frage mich, was du. Ich habe da aber einen rhetorischen Trick gelernt. So, wenn du einfach nicht definierst, von was du redest, kannst du jeden so betiteln. Also so die nehmen ja den Begriff Nazi und füllen den mit ganz neuem Inhalt. Aber das Problem ist, mit umso mehr neuem Inhalt du den füllst, desto mehr verliert der ja ursprüngliche Bedeutung. Oh, das Niederlande schickt dann Bangladesch Waffen. Warum auch nicht, ne? Niederlande schickt Bangladesch Waffen. Bangladesch Waffen? Warum? Indien. Why Pakistan Krieg. Also Israel, ja, Westdeutschland, Niederlande, wir könnten echt meinen, wir spielen hier Modern Day. Stimmt, wir müssen ja noch ein Bündnis irgendwann mal gründen. NATO oder EU wäre natürlich sinnvoll. Der Manu dabei ist wahrscheinlich eher EU als NATO, aber. Ja. Warte, warum hat Österreich auf ganz Deutschland quasi Kurs? Ja, weil er vorher keine hat. Also, Frankreich sind in den Alliierten. Ja, aber ich hab kaum Kurs. Ja, die Britannien muss jetzt mit. Britannien, Alter, der muss richtig hasseln. Also, Bangladesch, Respekt. Aber die haben da drüben keine Fabriken, glaube ich. Wie viele Truppen hat Britannien denn bitte? Auf rein nach Luxemburg. Warte, wo hat denn so viele Truppen? Boah, geil! Mir schickt die ganze Welt Waffen, wenn ich eine Demokratie bin. Oh Gott, ich glaube, es eskaliert hier komplett. I love democracy. I love it when you call me señorita. Leck nicht German. West Germany. Ich bin jetzt mit den Alliierten im Krieg, Kinders. Ich wahrscheinlich auch gleich. Die Alliierten Schweden haben jetzt... Schweden schickt jetzt Sachen. Scheiße, Frankreich ist in den Alliierten. Oh. Der erste Frieden ist bei uns. Der Manu, du hast ja richtig reingeschissen. Was? Ich kann da nichts für. Auf nach Paris. Ich bin Allies. Alles Kriegsteiler hier, ne? Kriegen wir auf. So, okay, jetzt gibt's deutscher Bürgerkrieg. Ich glaube, das mit dem 4 können wir uns gleich sparen, oder? Gehen wir auf 3 runter. Dänemark scheint den Alliierten. Ich glaube, ich muss mehr. Ich glaube, wir müssen gleich die Alliierten vernichten. Ich glaube auch. Noch nicht weiter. Puh. Mit wem bin ich bis jetzt im Krieg? Nur mit Belarus, das ist okay. Auf Befreiungsmission. Bist du auch schon im Krieg? Genau, auf Befreiungsmission. Württemberg scheint den Allies. Gut, ist schlecht. Waren das nicht Kommunisten? Hm? Ja und? Rippmann, du glaube ich. Die Frieden. Ich bin noch nicht mit Frankreich im Krieg. Ich bin nur mit England. Ich bin nicht mal mit England oder. Nein, ich bin mit gar keinem im Krieg. Ich habe White Peace mit Deutschland. Ja, die könnte ich jeden Moment angreifen. Alter, ja, Mann, wir schicken jetzt auch alle Waffen. Nein, ja, gell. Nordirland scheint den Allies. Schön.
Ja, die Niederlande werden gleich auch den Allies joinen. Denke ich mal. Ich hätte irgendwie so eine Kavallerie-Division bauen müssen, um schnell nach Minsk rennen zu können. Ich habe drei. Die sind nach Luxemburg reingerusht. Ich weiß nicht, ob das für Luxemburg so notwendig gewesen wäre, aber Weißrussland ist dann doch größer, als ich dachte. Heiko. Ja. War wichtig. Trust me. Ich schwöre, das war essentiell. Sonst wäre trust me, I'm an engineer. Ja. Auf geht's. Sterben gegen Schweden. Warum? Nein, wir gewinnen das. Bitte nicht gegen KI verkacken. Das wäre voll nice. Ja, doch. Kann gut passieren. Das ist das Beste. Ich glaube, ich baue jetzt nur noch Militärfabriken. Das baue ich schon von Anfang an. Wurde hier, Westfalen, der wurde encircled, ne? Bei Stuttgart. Oh, ja. Ja, das passiert halt, wenn man denkt, man muss im Schwarzwaldkrieg führen. Ja, das Problem ist halt, Frankreich hat wahrscheinlich auch Truppen jetzt in Württemberg stehen, die helfen. Nice, Heiko, take it. Lol, you don't have enough. Oh. Dann pass dich hoch. Ja, aber das ist natürlich trotzdem peinlich jetzt. Mein Gott. Stimmt, es wäre weniger peinlich, wenn man sich unterhalb von Stuttgart kesseln lässt. Nein, nicht das ist passiert. Naja. Das ist, irgendwie finde ich das nicht schön, was da passiert ist. Wieso ausgerechnet in Württemberg? Oh mein Gott, wir sollten einfach Wetten nächstes Mal annehmen. So, welches Deutschland stirbt als erstes? Oh, das wäre natürlich auch was gewesen. Guck mal, Württemberg kommt wieder langsam. Durch Frankreich. Mhm. Da steht auch irgendwie die ganze Grenze voll mit Franzosen. Ich als neutraler Zuschauer, der nicht ein Wargoal gegen die Niederlande hat, bin beunruhigt. Ich stelle mal sicherheitshalber irgendwie zwei Leute an die baltische Grenze. Polen hat einen Bürgerkrieg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir warten, bis einer auf der NATO-Seite beitritt. Und dann gehe ich auf die andere Seite rein. Warte, was? Ja, das hat Sinn ergeben. Alliierten-Seite. Entschuldigung. Darf ich der Fraktion eigentlich joinen von den Engländern? Ich habe zu viele politische Diskussionen über die NATO geführt dieses Wochenende. Ah, ja. Ich bin einfach gejoint. Entschuldige ich auch. So, jetzt hole ich mir die Niederlande und dann gehe ich da wieder raus. Ja, jetzt mache ich in Schweden auch. Meinst du, joinen den Allies oder wie? Ich bin in den Allies gejoint gerade. Ich bin auch in den Allies drin. Darf man das einfach? Weiß ich nicht. Wir benutzen ja keine Fabriken oder so. Ich rufe die auch nicht in Krieg mit rein. Leute, wir sind auf der Gewinnerseite. Hm? Wir sind auf der Gewinnerseite. Ist ja wie wenn du die Garantien ausnutzt. Geht es nur darum, dass die Franzaken. Oh, die Franzaken drücken die. Was sind das nochmal? Westfalen, ganz schön. I see. Stuttgart ist übrigens wieder befreit. Von Franzosen. Also zum Thema Bauplätze, das sind die ich habe darauf geachtet, dass die Provinzen, die mehr als eine Provinz haben, die haben ja, den habe ich quasi, außer es sind sehr starke Spieler, alle Fabriken in einer Provinz gegeben, sodass die in einer anderen Provinz noch bauen können. Und ihr seht ja, es geht ja direkt 37 los. Also wer jetzt noch nicht expandiert hat, ist selber schuld. Alec? Ja? Irgendjemand schreibt im Chat Schweiz, also hier im Game-Chat. Oberfeldwebel Poll, solltest du vielleicht mal danach gucken. Könnte sein, dass es zu deiner Ideologie gehört. Königreich mit Sozialisten. Oh, Württemberg ist tatsächlich wieder da. Das ging ja jetzt schnell. Ja, das sind ein paar Franzosen, die befreien das gerade. Nein, die haben meine Landlease gecancelt. Was soll das jetzt? Motorisierte französische Division rennt dadurch. Bosnien-Herzegowina joint ally. Serbien declared Bosnien-Herzegowina. Das ist traurig realistisch, aber egal. Die holen sich nur Kerngebiet zurück. Ja, ja, genau, so wie Russland auch. Die holen sich nur Kerngebiet. Ach, oh, wir bombardieren aus Versehen irgendwelche Krankenhäuser am anderen Ende der Ukraine. Das war so nicht geplant. Ich habe in die World Tension 4 ständig. Bayern und Österreich. Ja, Klassiker. Erstmal Bayern freiwillig geschenkt. Oh ja. Ich liebe es. Ich finde es übrigens schön, dass für die SSW keine 5%-Hürde gilt, aber sie ist trotzdem einfach. Es ist einfach egal, so weil sie einfach drüber gekommen wäre. Ja, die SSW ist tatsächlich. Strength. Ich habe noch 10% Stabi. Das ist ein bisschen gut? Wenig. Das ist ein bisschen wenig, ja. Ja? Ja. Ach. Muss so. Ja. Ich habe 10% Stabi, 20% War Support. Muss reichen. Ich stehe schon vor Rotterdam. Achso, weil ich nicht im Krieg bin, lol. Die müssen natürlich auch Forts haben, auch noch.
Oh nein, Bayern ist ein bisschen schnell gefallen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Deswegen ist auch vorhin Württemberg so schnell gefallen. SPD bei 16%, das ist natürlich hart. Wem ist gerade Estonia gejoint? Den Russen? Mhm. Ja, sind Russen gejoint. Kommentaren. Was übrigens nicht schlimm ist, weil Russland hat quasi nichts so. Ja, das Problem ist, wir haben die 100 Divisionen. Garantiert von den Eilachs. Wie können die 100 Divisionen haben? Achso, ja, die haben die von Anfang an. Ja, gut. Gut, die haben halt die Standarddivision vom Anfang. Ja, ja. Wer hat 100 Divisionen? Ja, die Russen halt. Ja, ja, gut. Aber die kriegt man trotzdem. Die können sie halt auch nicht versorgen. So, wenn du mal was weggekesselt hast, können die nicht wieder deployen. Warum sind die Sowjets grün, weil es nicht Sowjetunion, Sowjetunion Daniel, ist, sondern die Russische. Ich würde jetzt nicht den joinen. Ihr müsst echt aufpassen, wem ihr joint. Ich bin, glaube ich, mit irgendwem im Krieg. Ich bin gar keinem ja. Krieg. Ah, nee, bist bin ich nicht mit den Alliierten verbündet. Okay, okay, das geht noch. Ja, pass auf, dass du nicht. Weil nee, ich nehme nichts an von denen. Mit Litauen im Krieg und. Genau, ja. Litauen ist jetzt halt. Estland tut gerade gegen Ostdeutschland. Justify. Estland gleich im Krieg mit denen. Litauen ist jetzt nämlich in den Allies. Ja. Ja, die Front wird größer. Ah, okay, nee, gut. Ich dachte gerade, im Russland. Das Reich wächst. Nein, ich werde nicht Call to Arms gehen, Litauen. Das kann schon mal sowas von vergessen. Heiko. Was? Ich bin endlich durch die scheiß Flüsse durch. Jetzt kommt Flachland. Ja. Schön. Oh, scheiße, ich habe ja noch. Oh, ich brauche mehr Luftwaffe. Political Power und zwar viel mehr. England, lass deine Flotte hier. Nein. England, bitte, bitte, bleib da. Bitte, ich brauche die Flotte für Schweden. So, sag doch was. Schicke ich hoch. Ja, du kannst auch gehen machen. Ich meine, England hat gerade halt 55 Schiffe bei mir gehabt. Also die kämpfen gerade die Flotte von Westfalen. Also ich habe jetzt 11 Subs in deinem. Bräuchte man noch irgendwo Political Power. Mhm. Ah, hier gibt's 50. Oh, Westfalen 50. Ist in Committern gejoint. Was ist jetzt gleich los, Leute? Ja, ich muss sag mal kurz anschauen. Ostsachsen? Ah, jetzt ist aber jetzt also, anmaßend. Westfalen, 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 Westfalen. Okay, jetzt checke ich gar nicht mehr, wer überhaupt mit wem im Krieg ist. Alter, also, ja, geh mal auf die Current Wars. Das sind so einfach alle. Wir dürfen halt nur nicht verkacken und irgendwelchen Kriegen joinen, wo sie nicht mehr rauskommen. Ja, genau, das ist halt essentiell. Sind selber schuld. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, bei den Polen einzumarschieren. Wir sind noch in keiner Faction. Die werden wahrscheinlich keinem joinen, oder? Oder? Ja, den Russen können sie halt joinen. Ja, das wäre das Problem. Dann wäre halt GG, dann wäre es halt vorbei. Ja. Gehen wir mal nicht von aus, oder? Ah. Einfach rein da. England ist ein Vierkrieg, ja, ist ein Kriegstreiber. Genauso wie Finnland und Schweden, weil sie der NATO beitreten wollen. Dieser Terrororganisation. Oh Mann. Oh Gott, es sind merkwürdige Dinge passiert. Ah ja, Scholz, was hat er in seiner Ansprache eigentlich erzählt? Hat jemand gehört? Nö. Es war auch echt, das Timing war schwierig. So Wahlen, Scholz-Ansprache, Livestream. Schwierige Zeiten. Halt, könntest du Modern Day spielen? Also sag mal so, das, was wir jetzt halt zeitlich in einer Stunde durchgebracht haben, würden wir Modern Day halt wahrscheinlich in einer Woche schaffen. Das ist so ein bisschen der Nachteil an der Geschichte. Ich glaube, ich sollte aufhören, Zivilfabriken zu bauen. Ja. Nur noch Militärfabriken bauen. So, Military Factory hier, hier, hier. Jawohl, Construction Speed, noch ein paar Fabriken. Ach, jetzt hole ich mir halt wirklich dieses Handelsding einfach nur um. Ja, da gibt es 30 Konvois, das bringt mir zwar nicht viel, aber naja. Wenn ich im Krieg bin, müsste ich auch nämlich die Punkte haben, um auf War Support zu gehen, sonst wird es schwierig. Hm, ich könnte die württembergische Regierung bei mir aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich dazu sehr in Dinge einmische, die ich mich nicht einmischen möchte. Ich glaube. Oh, ich habe so Angst, dass irgendwer den Kommentar joint oder so.
Was denn? Vor allem wegen Russland. Ja. Also ich habe halt eine beängstigend große Front zu Russland. Und beängstigend wenig Truppen dafür. Jetzt nimm dir doch einfach mal Amsterdam, come on. Was passiert, wenn ich jetzt England mit in den Krieg einlade? Du sollst es nicht machen. Ach, ich soll das nicht machen. Nee, das ist verboten. Also, das ist irgendwie so, jetzt nicht offiziell verboten, aber jeder vernünftige Menschenverstand wird dir sagen, dass du es bitte einfach nicht machen sollst. Deswegen habe ich gerade auf Westfalen angeschnauzt, dass er als Monarchist den Komintern gejoint ist. Ja, ist natürlich scheiße. So. Ja. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal die Zeit für Kriegsbeginn auf jeden Fall hochdrehen. Bitte? Wegen? Oh, ich weiß nicht. Er hat jetzt 38 passiert. Ja, schon, aber da haben die Länder wie ich halt wenigstens eine Armee. Ich habe 7 Divisionen. Okay. Ich habe auch ganz schnell einfach meine deployed. Ich habe ja keine Waffen. Ich starte ja mit 0 Waffen im Stockpile. Ja, gut. Einfach Waffen haben. Ja, das ist richtig. Kann mir jemand Waffen schicken? Nee, ich bin 10.000 im Minus. Ach so, okay. 2,7 im Minus. Okay, dieser Krieg kann so schief gehen. Hast du... Du musst aber beiden Krieg erklären, gell, Heiko? Mit Bürgerkrieg kriegst du am Ende nichts. Ach so, echt? Mhm. Es hat sich irgendwo ein faschistischer Block gebildet. Ah, Kaledonien. Das okay, da farm ich jetzt verwundbar. Wenigstens, farm ich jetzt wenigstens Ding. Boah. Kaledonien hat, braucht einfach 10, also, ne? War es ja richtig dumm, hier einzumarschieren. Um in England einzumarschieren. Und England hat einfach keine Truppen in ihrem eigenen Land. Oh Gott, dieser Krieg war so dumm, wenn ich nichts dafür bekomme. Wollten wir den Allies lieben, vielleicht? Ich zieh mich mal kurz zurück. Weil danach, also ich für meinen Teil bin ist, Major. Danach ist Belgien und Ukraine ein Major. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich bin für meinen Teil Major. Ne, wobei, ich bleib da stehen. Oh Leute, ich hab voll verkackt. Ich join den ja nicht in Krieg, das heißt... Ja, einfach die Allies übernehmen dann. Ne? Mhm. Dann haben wir eine eigene Faction. Aber ich muss hoffen, dass die Polen zu mir kommen. Das wäre sonst so eine Hoffnung. Was machen die denn da? Ja, mir helfen. Ich krieg aufs Maul. Du hast doch viel zu wenig Division. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, die haben halt keine Truppen bei mir. Du hast selber gerade gesagt, dass du nur 7 Divisionen hast. Ja, ich dachte, die sind mit dem Bürgerkrieg an sich beschäftigt. Was ist da? Was passiert denn gerade? Ah, es hat sich ein wenig was von Russland abgespaltet. Oh, schön, schön, schön. Faschisten, die alle den Alliierten gejoint sind. Oh. Cool. Perfekt, perfekt. Na gut, ich muss ja nur überleben, bis dieser polnische Bürgerkrieg vorbei ist. Alter, wieso leben die noch? Wer? Die Polen. Weil die haben mehr Truppen als die anderen Polen. Echt, das habe ich dir jetzt in Gewinner. Marco Polo Bridge Incident jetzt. Oh nein, oh nein. 100% World Tension. Oh Gott, die haben die Gebiete abgegeben. Haben doch schon Krieg. Die haben die Gebiete abgegeben. Ach lol. Okay, Leute, jetzt Frieden? Ich bin wahrscheinlich einfach tot. Nee. Ja, die müssen eigentlich nur Krakau. Heiko, das kann jetzt nicht sein. Die Polen eigentlich aufgeben. Das ist jetzt echt kann bitter. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe nichts, was ich dir helfen kann. Brauchst du irgendwie Equipment oder? Ja, Equipment wäre wichtig. Also mir Equipment alles. Also vor allem Infanterie-Equipment natürlich. Ich hab das ist alles. Aber das ist jetzt ärgerlich. Ich dachte mal, die polnischen Bauern kriegen aufs Maul. Ich hab Amsterdam. Jetzt dachte ich gerade eben auch dran so. Aber gut, dann bin ich jetzt im Part. Das ist ein gutes Timing. Dann habe ich richtig aufs Maul bekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Da haben wir wenigstens schon was zu tun. Du freust dich auf deine neue Tastatur. Ist natürlich angenehm. So. Aber dann würde ich an der Stelle mal den Part beenden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.